The world is full of stories, and from time to time, they permit themselves to be told. Willkommen bei Prey. Let's Prey mit Johnson und Janni. Ich bin Johnson. Ich bin Janni. Ich spiele erstmal ein bisschen. Und wir sind ein lustiger Indianer, der euch jetzt erzählen wird, wie es in seinem Leben aussieht. What are you looking at? Real tough guy. Can't even tell her you love her. I gotta get off this damn reservation. If she'd just come with me, it'd all be different. It'd all be... Listen to yourself. Who do you think you're kidding? So, man merkt schon, er hat ein bisschen Beziehungsprobleme und nicht so wirklich mehr Bock auf sein Leben, wie es hier gerade läuft. Get your ass to Mars. Du kannst jetzt übrigens spielen, Janni. Ah ja, ja, die ganze letzte Zeit, als wir es eben schon versucht haben, auch zu Matt Johnson gespielt, deswegen habe ich gerade nicht gecheckt, dass ich den Controller in meiner Hand vielleicht benutzen sollte. Ja, wir spielen das jetzt hier schon zum 10. Mal. Ja, wir hatten gerade ein bisschen technische Probleme, unser Mikro-Scheiß gebaut hat, aber jetzt kommt erstmal der Opa. What are you doing here? Hallo. I sense great change on the winds. I came to warn you. Save it, grandfather. Wir haben keinen Bock auf seinen spirituellen Scheiß, wie man merkt. Listen, Tommy. You cannot turn your back on your heritage any longer. Go for that shit. It will give you strength. Why then can he learn it? For what? To save yourself. To survive. Survive? Das wohl ein bisschen foreshadowing ist, was passieren könnte. Go home. My place is here. Ja, da wird später noch ein bisschen wichtig. You will have need of this night. Ups, habe ich jetzt was gespoilt? Whatever. Das ist cool, du hast das noch überhaupt nicht gespielt. Ne? Du weißt noch überhaupt nicht, worum es geht. Ich kenne genau diese Startszene, die wir schon 30 Mal gemacht haben, in der Bar, aber sonst. So, unser Opa hängt jetzt erstmal hier rum und philosophiert unter Alkoholeinfluss, ein bisschen über das Leben und die Börsenkurse. Vor allem das. Da sind unsere Lieblings-Rocker-Kumpels, die anscheinend ihre Stammkneipe nicht mehr reinkommen, deswegen die Indianer-Reservat abhängen müssen und die Ehe ankippen. Erstmal alle lustigen Gags von den letzten 10 Versuchen nochmal alle abhandeln. Did you come in here for a drink? Or to dump your dirty tools on my nice, clean box? Ich verstehe immer noch nicht, warum die jetzt das hier und jetzt für einen passenden Ort hält und unsere Rohrzange wieder zu nehmen. Die der schmerzlich verlässt er wahrscheinlich. Ja. Hier gibt's lustige Spielautomaten. Indian Casino. Oh, ich hab die Taschenlampe. Nee, ein Feuerzeug ist das. So, ja. Das ist auch. Ich kann nicht lustig dagegen drum stechen. Alter, stech ja. Ja, tatsächlich. Oh, guck mal. Ja. Das werden wir damit gerechnet. Direkt verloren im Gartenspiel. Naja, wir sind ja auch nichts im Gartenspiel. Dalton, look at this guy. Warum sind wir hier? Ich weiß nicht. Ich glaube im Moment erstmal, damit sich die Typen möglichst über uns verömmeln können. Mehr scheint jetzt mir gerade nicht zu gehen. Jill loves you, you know. Jill loves you, you know. Ja, der altkluge Opa freut sich wieder tierisch. Natürlich grüßt das nur mit dir. But doesn't she want something better than this? To be among one's own people. To truly know where you belong. Ja. There is something better than Apartheid. Ups, nee, das war was anderes. Das war was anderes. Ja, und hinten unsere Freundin spült lustig in der Gegend rum, bis wir mal wieder uns zu den netten Leuten begeben. Mach mal den Fernseher an. Wie groß ist der bitte schön, der Fernseher? Check das mal. Check mal den Aschenbecher davor und den Fernseher. Oh ja, der ist tatsächlich. Alter Schwede. Oh, der ist ein Mädel, ja. Der größer als meiner. Jen hat den größten. Just for a few days. Off the reservation. Why can't we just be together here? You know why? I hate this place. It's a goddamn cage. It's no way to live. This place is my home. My dad is here. My family is here. Do you think you're saving me by taking me away? I'm Cherokee, Tommy. Just like you. Okay, you should be everyone's a Cherokee. Look, I know the tribe's important to you. It's just... It's never meant anything to me. Hey, Pocahontas. Oh, Janni hat sein Mikrofon noch weggeschmissen. Wie alle Profis. Already? Oh, hell no, that ain't right.
Deswegen, aber jetzt drehen wir auch mal wieder um zu den pöbelnden Boris. Man sieht, sie graben ein bisschen unsere Boden an, auch nicht die allerfeinste Art. Fuck off! Wir haben was mit unserer Rohrzange zu tun. Mit einem Gentleman Nummer 2. Ja. Mal schauen, ob ich das besser hinbekomme. Johnson hat das nicht in den vorherigen Versuchen. Weiß ich nicht. Er hat ein bisschen eingesteckt gegen diese pöbeligen Kneipenschläger. Ja, ich merke auch schon, dass ihr das noch keinen Schaden. Das ist jetzt echt das ohne Schaden überleben. Schon ein Achievement. Ja, not bad. Ja, aber ich finde trotzdem, wir haben ein bisschen überreagiert. Muss ja nicht gleich. Also für das Spiel muss man sich scheinbar schon komplett irgendwie tothauen, aber. Oh, Sachen passieren. Oh Gott. Besser mal zum Fernseher. We're just now getting word that several similar objects are being sighted in the skies over North America. Now this is becoming. Wir gucken mal ganz unabhängig aus dem Fenster. Oh, da steht ein Jeep. Ist eigentlich schade, ey. Dieser Anfang ist so cool von dem Spiel und wir haben ihn jetzt schon so oft gespielt, dass wir den einfach so. Ja, das stimmt tatsächlich. Oh! Ja, da ist der Jeep wieder umgeparkt. Oh, schauen wir mal, was ist denn happening? Das Dach löst sich so langsam auf. Der Parkplatz ist jetzt frei, die parken mal ein. It's aliens. Oh my god, motherfucker! Ja, mal gucken, so. Papa und unsere Freundin fliegen jetzt gerne mal kurz hoch. Ich befürchte, es dauert auch nicht mehr lange, bis der Strahl uns erwischt wird. Ja, das ist schon mal. Ins Licht.